Okay, wie stell ich Feuerpfeile nochmal her? Du hast mit Fackeln? Pfeilen und Fackeln. Ach, mit genau. Fackeln? Fackeln und Pfeile, genau. Maxi? Ja. Währenddessen du AFK warst, ein Meteorit runtergekommen. Oh, wo? Keine Ahnung wo. Aber ist ein Meteorit runtergekommen. Also wir brauchen auch normale Pfeile brauche ich dafür, ne? Für Feuer? Ja. Okay, allmählich komme ich wieder rein. Also allmählich komme ich wieder rein. Macht auf jeden Fall Spaß. Händler, dafür brauchen wir aber Obsidian, oder nicht? Wie? Für die Meteoriten. Unsere Platin-Spitzhacke kann Meteorit abbauen. Ja, aber wegen draufstehen. Kann ich mal ganz kurz was einwerfen? Was denn? Ich brauche eine bessere Rüstung. Ja, dann... Ja, wir müssen irgendwie ein bisschen was farmen. Farmt ihr mal? Ich suche die ganzen Meteoriten und so alles. Geht ihr mal wieder irgendwie weiter nach links oder nach rechts und sucht dann nach Höhlen und so. Und sucht mal nach Erden. Also ich hab noch ein bisschen Kupfer und so ein Scheiß. Ja, aber Kupferrüstung ist nicht so gut. Du brauchst irgendwie am besten jetzt mittlerweile mal eine Silberrüstung. Das heißt, such mal nach Silber. Ich hab ja auch noch einen Stern für dich. Pack ich in die... Tränketruhe. Blaue Kiste. Da, wo die Waffen drin sind, okay? Ja, alles gut. Ja, nee, den Stern pack mal in die Truhe, wo die Tränke drin sind. Da kommen immer alle Sterne und alle Lebenskristalle und so rein. Und alle Pilze. Beziehungsweise, ja, doch, Pilze. Pilze? Ja, Pilze. Ich hab so viele Wurfsterne, Wurfmesser jetzt, ey. Was? Ich hab ein Radar. hast du noch einen Stern? Maxi? Ja. Dann gib mir mal den Stern, weil ich zwei Stück habe. Kann er nicht, es ist Tag. Da verschwindet der. Achso. Ja, genau, wenn du bei Tag oder so die Sterne rausschmeißt, dann verschwinden die wieder. Schnürsenkel! Klappe. Bewegungsgeschwindigkeit um 5. Kommst du mit, den Flo? Geht immer nach links oder geht runter oder so, ne? Sucht unten irgendwie. Ich geh einfach weiter nach links und baue mich dann in der Wüste einfach runter. Das ist ein guter Plan. André, geh du mal mit, Flo. Ich bin vor ihm, ne? Ich bin im Dschungel. Vielleicht kann es ja sein, dass wir auch die Meteoriten finden. Ja, klar. Wo finden wir nochmal Hooks, Flo? Von Piranhas können gedroppt werden. Was? Hooks. Also Haken. Damit können wir dann... Enterhaken bauen. Enterhaken herstellen, genau. So. André, gleich ist zweite Information. Wenn wir einen Meteoriten finden, wir müssen aufpassen. Einfach raufkloppen, okay, alles klar. Du kannst nicht auf den Meteoriten rauf, deswegen. Du kannst nicht auf den Meteoriten stehen und nachher es kommen ganz viele so welcher Meteoritenköpfe. Die halten etwas haben relativ viel Leben und machen. Was soll mir das jetzt sagen? Es ist gefährlich da. Ja, also okay. Du darfst nicht raufgehen, du darfst nicht auf den Meteoriten rauf. Du musst dich irgendwie rumbauen mit Stein oder so. Oder mit irgendeinem Block. Weil kann ich halt einmal rüberspringen? Weil der damage dich. Der Meteorit macht dir Schaden, wenn du drauf bist. Ich hab einen Geier gekillt! Nix gegen dich, Maxi. Ne, wir wollen ja den Meteoriten abbauen. Nein, ich hab einen Geier gekillt. Oh Gott, Ameisen. Gott, halten die Ameisen viel aus, Alter. Freue dich schon später auf die Diegel. André. Oh, jo. Oh Gott, bin ich unten. Oh, sind die viele Plops im Dschungel, Alter. Digga, ihr backt mich mal zu, Alter.
Enrico, meinst du nicht, dass da ein schwimmendes Schwein war? Hm? Ein schwimmendes Schwein. Ja, und? Ist für ihn normal. Was soll damit sein? Das ist ein das ist sozusagen wie eine Truhe, eine mobile Truhe. Achso. In der korrupten Pausen Gebiet in auf der linken Seite. Ja. Stab des Nachwachsens, lol. Auf was habe ich keinen Bock? Ja! Ja! Wie bin ich eigentlich gestorben, Leute? Wie du so oft gestorben wirst? Ja, eben gerade, wie ich gestorben bin, ja. Okay, dann nicht. Ich geh kurz essen, ne? Nein. Bis gleich! Bis gleich! Jojo. Hallo? Ja? Ja, was ist denn? Wo seid ihr alle? Andreas. Essen. So. Ach ja, wir haben die Meteoriten gefunden. Okay. Alter, wie viele? Was? Glückmond. Blutmund, Maxi. So, ist jetzt gerade oder war? War. Sind so ein paar mehr Seelenfresser. Sind das Seelenfresser? Ja. Ich lass André nochmal rein. Aber es war auch noch auch Blutmund. Ich hab schon gedacht, ich hab schon gewartet, bis ihr krepiert. Nö, wir sind im Haus sicher. Mhm. Oh. Im Blutmund können sie ein bisschen Türen öffnen. Ja, aber da kommen ja keine Zombies ins Corrupted Gebiet. Wir sind ja am Rande vom Corrupted-Gebiet. So hier. Ja, das Haus ist noch normal. Gucke. Also ich lebe noch. Ja. Ich hab die ganze Zeit hier gekämpft. Ja, ich renne jetzt weiter nach rechts. Runter in den. In den Dschungel will ich eigentlich nicht nochmal. Warum weiter nach rechts? Und zu gucken, was das so alles ist. Gut, dann mache ich mich gleich wieder auf den Weg zum Meteoriten. Hast du noch nicht abgebaut? Gerade wo ich das wollte, ist ja der scheiß Blutmund gekommen. Ja, ist mir auch gerade so eingefallen. Und dann Blutmund und dann die Meteoriten abbauen. Ja, gut, hast recht, ich hab nichts gesagt. Warte mal, ob die Muss jetzt gerade Nacht sein, Alter?
Ich hab einen Kiementrank, ich kann jetzt unter Wasser atmen. Nice. Hab ich nicht gesagt, ich will nicht mehr im Dschungel? Ja. Ich bin wieder im Dschungel. Unten drin. Lol. Ja, hier findet man am besten die Piranhas, aber hier unten geht's nicht weiter, zum Glück. Halt immer noch kein Hook. Alter, der muss stinken. Da war mein Mund. Ja, genau. Ja. So, wirklich, so. Der ja. Sagen sie alle Flo und nachher sind sie. Maxi. Was? Kommst du zurück und wir gehen erst ins linke Corruption-Bereich? Nee, das machen wir mit André. Wenn André wieder da ist? Ja. Kann ich den Eater of Worlds einfach so besiegen ohne André? Das ist unfair. Ich weiß, welche Zecke wir brauchen, um Obsidian abbauen zu können. Welche? Meteorit? Nightmare. Minimum. Das ist doch die aus Dämonit, oder nicht? Ja. Ja. Die brauchen wir, um Obsidian abzubauen. Ja, und so Obsidian bringt uns ja nur was, wenn wir Meteoriten ohne Verletzung abbauen wollen. Genau. Und die Meteoriten-Spitzhacke gibt's nicht. Gab's nicht mal? Nope. Oh. Ja, egal, dann bauen wir halt. Ne, trotzdem schon mal ab. Überlaufen. Aus Meteoriten kannst du die Star kennen, Meteorschütze machen. Die Meteorrüstung ist doch für Fernkämpfer, oder nicht? Ne, Nahkämpfer? Für wen waren die gut? Zauberer. Ah, für mich? Cool. Der Set-Bonus sagt der Set-Bonus, aber unter Wasser ist erstmal eine Truhe. Oh, ich kann nicht widerstehen, die sind okay, ich gehe nicht in diesen Dschungel. Ich kann widerstehen, in den Dschungel zu gehen. Reduziert die Mana-Kosten auf 0 für die Space Gun. Stimmt, das war's. Die Space Gun benutzt der Mana, aber das ist eine Magierwaffe. Ja, klar. Woher bekommt man die Space Gun nochmal? Die macht man doch aus Meteorit, oder nicht? Kann ich gleich gucken, wenn. Space Gun, Meteorit, macht Sinn. Gib mir doch jetzt einfach mal von Kackenhook, Alter! Space Gun. Aus 20 Meteoritenbarren. Ja. Schaffen wir. Wir brauchen, glaube ich, irgendwie ein paar mehr Meteoriten, ne? Meteoritenbarren machst. Du brauchst 3 Meteoriten. Ohr. Um einen Meteoritenbarren herzustellen. Wieder da. BB. Wo seid ihr? Ich hoffe, ihr links von Meteoriten. Und warum ist Maxi rechts?
Weil ich da doch schon die ganze Zeit hingelaufen bin. Ja, ich laufe ja bei Maxi mit, ne? Mach doch. Ja, weiß ja, wie ich bei ihm bin. Corrupted Gebiet. Na. Wisst ihr, was macht ihr schon mal? Einfach die Weltenpresse. Ich mach nebenbei mit den Meteoriten. Will den? Okay. Macht mal den Weltenfresser, ich bumm's meine Mutter weg. Alles klar. Okay, Flo. Wir werden den ja noch. Wir werden den ja noch öfters machen, Maxi. Ja, ja, klar. Wir werden durch den Dschungel gehen müssen. Du musst durch den Dschungel gehen, ne, André? Und ich sag dir. Das ist ätzend. Fitterturm? Na, Birk, ich bin gleich tot. Ich kann wieder an den Wänden herum runtergleiten, Maxi. Ich auch. Okay, so. Ich hab hier schon Kugeln, André. Das heißt, wir können den auf jeden Fall machen. Ich habe 10 Sternschnuppen gerade auf dem Weg gefunden. Oh, tut mir, ich muss mich korrigieren. Alter. Ja? Ich hab auch schon wieder 3 gefunden. Ich hab 4. Schon einen Mana-Kristall wiederhergestellt. Ich kann, glaube ich, jetzt 2 Mana-Kristalle herstellen. Fast sogar 3. Aus 3. LOL, finde ich egal. Ah, Terraria ist geil, André, ne? Bitte sprechen Sie mich nicht an. Ja. Fickt euch! Ich baue seine Eltern! Sagt er und fickt seine Mutter. Also ich glaube, ich habe jetzt auch 4 Sterne gefunden oder 5. Ah, Wurm! Ah, ich hab eine Bombe geschmissen, oh, bin ich dumm! Ah, Wurm! Weltenfresser ist erwacht. Scheiße, die Bombe hat den... Viel Spaß! Danke! Was, ich bin gleich da, nur 1300 Meters! Mag dir viel Spaß beim Weltenfresser. Ja, ich bin bald tot. Ich mach dem 7 Schaden, Alter! Ach, falls jemand möchte, ich hab in einer Tour in der Basis ist ein Brautkleid und ein Hochzeitsflyer. André, heiraten wir? Klar, ich habe einen Vibe ausgewählt. Ach stimmt, lol. Und ich habe auch einen Zylinder gefunden vom Bräutigam. Was ist das denn für eine Pflanze? Brenn! Scheiß Pflanze. Der Dschungelbereich. Ach so, Alter, der Dschungel geht ja gar nicht, wie viel ich hier bauen muss, ey. Boah. Max, ich bin gleich da, 600 Meters. Oh, ich bin gleich beim Dungeon, ey. Ja. Leute, ich lebe noch. Ich bin gleich da. Ach, ich muss runter? Ja. Ich bin gleich da, ich fahr langsam! Das ist gerade problematisch! Ja, kacke, André überlebt, bis ich wieder da bin. Ich gebe mir Mühe, ich beeile mich. Und dann baue ich da oben noch schnell ein Haus hin. Oh Gott, oh Gott! Drück H für Heiltränke, falls du welche hast, drück H! Jetzt überleb einfach, irgendwie! Ne, taucht auf einmal bei mir auf. Das sind ja 3! Ja, der teilt sich! Ich hab vergessen, ein Haus zu bauen, ey. Ich wollte doch diesen scheiß Orb nicht zerstören, eigentlich. Er ist jetzt weg, Flo, ne? Ja. Oh, wir müssen weiter 3 Orbs suchen, André. Und ich habe keine Bomben mehr. Ich hab noch 2. Hast du noch Bomben, André? Ich hab keine Bomben mehr. Ich sollte mich jetzt mal